Frau Schumann, herzlichen Dank für die Arbeit. Danke schön. Da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Und Sie haben natürlich auch gesagt, wir können nicht mit dem Geld umgehen. Aber der Mensch Franziska Schubert kann es schon. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Knapp ist, insbesondere die Zeit nach der Wende hat mich sehr stark geprägt und meine Familie. Mein Vater war Pendler aus Süddeutschland, meine Mutter mit drei Kindern alleine, hat meine gesamte Studienzeit nebenbei gearbeitet, weil es anders nicht möglich gewesen wäre. Mag sein, dass die Grünen mit Geld nicht umgehen können, was sie als politisches Urteil fällen, aber der Mensch Franziska Schubert kann es. Und Sie können sehr gerne auch das verfolgen, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, in der Kreistagsarbeit und auch in der Landespolitik. Sie werden feststellen, dass ich weder die Bodenhaftung verloren habe, noch dass ich vermessene Dinge gefordert habe. Mein Credo ist Maß halten, das steht dieser Stadt auch gut zu Gesicht. Und verlassen Sie sich darauf, die Verantwortung für einen Haushalt, einen kommunalen Finanzhaushalt, die weiß ich zu wahren, damit weiß ich umzugehen. Und ich bin zwar eine Grüne, aber in dem Fall bin ich wertkonservativ, was den Umgang mit Geld angeht. Das Thema Arbeitsplätze, da haben Sie recht. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir die Kultur vor die Arbeitsplätze stellen müssen, sondern Sie brauchen Geld, um mit Kultur überhaupt umgehen zu können, um sie zu fördern und um sie nutzen zu können. Und das sagte ich bereits, als es in die Wirtschaftsfrage ging, was wir konkret tun können, um Arbeitsplätze in dieser Stadt zu halten und Arbeitsplätze in dieser Stadt zu schaffen. Und das ist eine Sache, die wir dringend angehen müssen. Es braucht ein Wirtschaftskonzept, es braucht ein Konzept, wie wir ansiedeln, welche Rahmenbedingungen und Infrastrukturen wir schaffen wollen. Das habe ich eingangs gesagt und ich lade Sie gerne ein, dass wir uns treffen und dann vielleicht nochmal gucken, was sind Ihre konkreten Ideen, was sind Ihre Haltungen dazu und was wir da vielleicht auch gemeinsam an Lösungen entwickeln können. Vielen Dank. Kann eine mögliche Oberbürgermeisterin die Jugendarbeit stärken in dieser Stadt? Das ist eine gute Frage. Ich denke, wenn wir weniger in die Sicherheitsmaßnahmen zur Überwachung investieren, können wir die bestimmt auch für die Jugendarbeit nutzen, weil ich denke, dass die notwendig ist. Es kann jetzt das Segment die Jugend von der Straße wegholen. Ich sag mal, die Stadt gehört allen, ist ja das Motto unseres Wahlprogramms. Vielleicht sollten wir sie einfach da denen begegnen, wo sie sind, also eben Plätze schaffen, die eine angenehme Aufenthaltsqualität haben, wo man sich begegnet, wo eben Menschen miteinander interagieren können. Wir haben das Beispiel mit dem Zuckerfest, das ist ein wunderbares Fest, wo man eben sich begegnet, wo man ganz ungezwungen miteinander einfach sein kann, wo man sich aufhält auf einem Platz und diese Plätze halt zu beleben, was wir, denke ich, in Görlitz schon ganz gut geschafft haben. Und ja, ich habe auch mein Leben lang eigentlich jetzt Geld mit Kultur, durch Jobs in der Kultur verdient. Ich möchte sagen, Arbeitsplätze in der Kultur sind ziemlich wichtig und das sollte man halt vielleicht auch ein bisschen weiter fassen. Also ich habe für ein Landkreisprojekt gearbeitet, da ging es ums lebenslange Lernen und ich finde, das hat auch was mit Kultur zu tun, ne? Wenn man das jetzt mal herzlich betrachtet. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft die zweitstärkste Wirtschaftskraft in Sachsen ist. Das wird von der jetzigen Landesregierung nicht so stark betont, aber es haben sich große Interessenverbände gegründet und ich denke, wie ich sagte, davon können wir profitieren. Das sind eben Einzelunternehmer, das sind GbRs, also drei, vier Leute, die sich zusammentun, die frei arbeiten und die ein großes Wirtschaftspotenzial haben mit dem, was sie machen. Und das ist eben im Kulturbereich, im Kreativbereich, das ist jetzt nicht nur Museen oder Veranstaltungen, das ist eben Design, im Informatikbereich, also alles diese Bereiche, die man jetzt nicht in großen Firmen sieht, sondern in Einzelunternehmen, die sie hier ausarbeiten können und mit der Arbeit, die sie hier machen, Deutschland oder in die Welt strahlen. Die brauchen den Platz, die brauchen Internet und wie es heute schon kam, die brauchen gute Anbindung an die Stadt. Vielen Dank. Herr Wittke. Braucht Görlitz mehr Ruhe in Sitz- und Sitzgelegenheiten in der Stadt und wenn ja, wo kommt man das hin? Also ich habe ja vorhin geklatscht, dass sie damit den Vorschlag gemacht hat, weil es ist eben auch wichtig, ne, dass man mit den Betroffenen auch redet und so kommen natürlich der Input natürlich auch in die Verwaltung oder muss man sehen, wo kann man das umsetzen. Das wird sicherlich nie an jeder Stelle gehen, aber wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Wir werden sicherlich nicht alle 50 Meter eine Bank haben, aber es ist ein absolut wichtiger Einwand, das muss man machen. Ich würde aber das Ganze noch was zum Thema Jugend sagen.
wenn wir die hierher kriegen. Wenn, also ich beeile mich auch. Im Grunde sind es zwei Zielgruppen. Das eine sind natürlich die, die hier sind, das andere sind die, die irgendwann hierher sollen. Die, die hier sind, da muss man dafür sorgen, dass sie natürlich hier bleiben. Die müssen sich wohlfühlen. Man muss sich darum kämpfen, dass die Kinder, wenn sie zum Beispiel aus schweren Eltern kommen, auch die Hartz-IV-Karriere machen. Auch das ist ein Problem. Wir haben uns halt überdurchschnittlich hohen Abgängerzahl von Kindern, die keinen Hauptschulabschluss haben. Wir haben 10% sind die schlechtesten im Landkreis. Da kann man ganz konkret einhaken und den Kindern helfen. Da ist zum Beispiel wichtig, dass da zum Beispiel die Schulsozialarbeit nochmal stärken, dass wir hier als Stadt auch nochmal was oben drauf sehen. Wir können es uns einfach auf Zeiten von Fachkräftemangel nie leisten, auf ein einziges Kind zu verzichten. Wenn ich die anderen wieder hierher haben möchte, muss ich natürlich eine Werbekampagne machen, das ist klar, ganz ohne wird es nie gehen. Dann habe ich natürlich die Eltern, die auch anlocken müssen, aber ich brauche auch faire Bildung. Das muss eben auch Geld bezahlt letzten Endes. Weil ich kann noch so eine schöne Werbekampagne machen, wenn ja auf der anderen Seite jemand ist, der mir wo ich arbeiten kann, wo ich mein Lebensunterhalt verdienen kann, dann werde ich auch nie zurückkommen. Da sind das alles Blütenfolge und versenktes Geld. Also faire Löhne, Werbekampagne. Dann können wir ganz konkret helfen. Ganz konkret helfen. Wir haben ein sehr tolles Familienbüro, war auch eine super Idee, das einzurichten. Das möchte ich einfach, dass das auch gestärkt wird, dass da auch welche, die hierher kommen wollen, die 600 Kilometer weg wohnen oder 700 Kilometer weg wohnen, dass die die Hilfe kriegen, dass quasi über die Entfernung weg in den neuen Behördengängen erleichtert werden, dass die dann konzentriert kümmern, dass ein Kindergartenplatz da ist, all sowas, Unterstützungsleistungen bieten für die, die hierher wollen. Das ist das, was wir hier tun können. Vielen Dank. Zum 713. Mal sage ich heute noch kurz, kurz noch auch ein. Ich würde gerne zum Thema Rückkehr was sagen, weil ich bin selber eine Rückkehrerin und wir haben seit dem Jahr 2009 mit dem Bildungszukunft Oberlausitz immer wieder dieses Thema gemacht, als das noch gar nicht sozusagen im Bewusstsein war. Ich habe in einem europäischen Projekt gearbeitet, wo es in 7 Ländern darum ging, verschiedene Instrumente zu testen, wie man eben Rückkehrerinnen und Rückkehrer zur Rückkehr tatsächlich bewegen kann, was die tatsächlich auch brauchen. Und da haben sich besonders 2 Dinge als besonders erfolgreich erwiesen, die sich für Görlitz auch eignen würden, die ich denke, die man auch unproblematisch umsetzen kann. Das eine ist, dass es eine direkte Ansprechbarkeit geben muss in der Verwaltung und in dem Falle tatsächlich ist es sicherlich sinnvoll, das zur Chefsache zu machen. Also das Thema, ich habe eine Nummer, wo ich anrufe, wo ich sage, was ich brauche und wo ich auch ein Rückkehrpaket sozusagen vermittelt bekomme, das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir die hierher zurückgekommen sind, in Kontakt bringen mit denen, die herkommen wollen. Diese Netzwerke zu bilden, funktioniert meistens am allerbesten, weil die sozusagen einen Erfahrungstransfer haben, gleich eine soziale Anbindung haben, Anknüpfungspunkte haben. Und das sind 2 konkrete Dinge, die ich vorschlage, die wir hier in Görlitz machen können, um das Thema Rückkehrer und wie können wir das vielleicht auch mit Steuern und Gestalten beantworten möchten. Dankeschön. Jetzt die erste Hälfte der Verlängerung hinter uns. Deswegen würde ich jetzt zum letzten Mal Fragen einsammeln. Beginnen bei dem Herrn da hinten im Parkett und hier vorne können wir auch. Ich wollte fragen, einfach zur Jugend. Also, was für Ort braucht Görlitz für die Jugend? Wie steht die Zukunft für die Jugend in Görlitz? Und was ist die Meinung der Kandidaten dazu? Da werde ich jetzt mal nicht unbedingt machen und sagen, das Thema ist jetzt von mehreren Sichtweisen heute bearbeitet worden. Da sage ich es einfach mal, das geht nicht nochmal in die Runde. Wenn Sie deswegen böse sind, kommen Sie bitte nachher zu mir. Das ist meine Schuld. Die nehmen die Fassenbäder jetzt. Warten Sie bitte einen Moment auf Mikro. Hier, dann, Sie kommen noch dran, das verspreche ich. Hier kommt der Sülzer Mikro. Ich brauche kein Mikro, ich habe eine laute Stimme. Dann versuchen wir es. Der Herr oben im ersten Rang hatte vorhin von der schlechten Bevölkerungspyramide gesprochen. Görlitz wird vermarktet als Pensionopolis, als eine Stadt, wo es gut ist für ältere Menschen zu leben, weil hier ruhig, beschaulich, Mieten sind günstig und auch die Lebenshaltungskosten sind auch günstig. Mit dem gleichen Geld oder man könnte auch sagen, mit weniger oder wie auch immer, kann man Görlitz genauso als Innenstadt für die Jugend positionieren und würde dann mit entsprechenden Werbemaßnahmen auch die jungen Leute gelten.
Wir haben in den Hinterhäusern eine Fülle von Lofts, um die man sich in Berlin reißen würde. Da liegen ganz viele Gebäude oder Gebäudeteile am Schlummern. Die könnten aufbereitet werden, weil sie werden abgerissen, um die Hinterhöfen zu entkernen und Parkplätze zu machen. Als Beispiel will ich anführen die Jakobstraße 5, wo sich junge Leute dort angesiedelt haben und aus Eigeninitiative. Und da würde ich mir wünschen, A, eine Werbekampagne und B, in der Stadtverwaltung auch Ansprechpartner, die sozusagen den jungen Leuten das Ansiedeln oder sich ansiedeln, erleichtern. Bisher gab es immer den Eindruck, als würde die Stadtverwaltung in der Hauptsache bedenken. Die Frage bitte. Ist aufgenommen, wird nicht vergessen. Zweiter Rang, mein erster Rang, und dann müssen wir leider zum Schluss sprechen. Ich hätte noch gerne eine kleine Sicherheit. Wo ist das Mikro? Die Kandidaten. Wir würden die Kandidaten in das gern vermindern, dass die Grenzkriminalität, die Autodiebstähle und Drogeneinfuhr nach Görlitz aus Polen vermindert werden, weil Videoüberwachung wird nicht verhindern, dass ich in den Rucksack gucken kann. Vielen Dank. Auch diese Frage ist aufgenommen und dann gehen wir es nochmal in den ersten Fragen. Ich bin Mitglied im Ortschaftsrat Ludwigsdorf Oberneudorf. Die Ortschaften generell kommen mir in der Diskussion hier ein wenig zu kurz. Deswegen würde ich gerne mal wissen, inwieweit diese aus Ihrer Seite neben der Kernstadt überhaupt gestärkt werden sollen und können. Des Weiteren, der Herr Deinicke hatte ja schon begonnen, die Verwaltung als Dienstleistungsgesellschaft auszubauen. Leider nicht zu 100% zum Erfolg aus meiner Sicht. Die Verwaltung sagt immer wieder, es geht nicht aus irgendwelchen Gründen, aber sie bietet nicht die Lösung an. Wie können Sie dahingehend hindrücken, dass wir da hinkommen? Herzlichen Dank. Herr Lütten, wir beginnen bei Ihnen. Die drei Punkte, die ich mir notiert habe, sind erstens Pensionopolis, zweitens Grenzsicherheit, Grenzüberwachung und drittens, das war eine geteilte Frage, zum einen Ortschaften stärken, zum anderen die Verwaltung als Dienstleister. Bei Pensionopolis würde ich mal kurz machen. Wir müssen das eine tun und das macht uns andere nicht lang. Wir müssen uns natürlich um die jungen Leute kümmern. Ja, auf der anderen Seite haben wir einfach hier schon jahrelang Vorarbeiten geleistet, was auch die Attraktivität für Senioren angeht. Warum soll man da jetzt dahinter zurückfallen und das von heute auf morgen sein lassen? Also wir haben uns da auch im Ruf erarbeitet, das ist auch eine Chance. Wenn in der Pflege irgendwann mal endlich anständige Löhne bezahlt werden würden, könnten unsere Familien davon noch gut leben und hier vor allem auch selber die Kinder abgeben. Zu der Frage. Grenze. Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage für jemanden, der als Oberbürgermeister kandidiert. Wenn Sie mich fragen würden, als Bundesinnenminister oder als Landesinnenminister, könnte ich Ihnen eine bessere Antwort geben. Fakt ist aber, wir brauchen das Personal. Zuständig ist allerdings in erster Linie die Bundespolizei. Das heißt, hier muss man der Bundespolizei auf den Füßen stehen, dass hier ausreichend Personal hierher kommt. Da reicht auch kein Ausbildungsstand für die, weil die machen dann Ausbildung, aber ansonsten halt hier auch nicht. Wir gehen dann abends allerdings noch weg, das ist wiederum schön für unsere Gastronomie. Dann brauchen wir, meiner Sicht, Grenzkontrollen, zumindest so lange, keine Vollkontrollen, sondern stichprobenartig, muss man kontrollieren können, zumindest so lange, bis sich das Kriminalitätsniveau, was wir in Görlitz haben, und es ist überdurchschnittlich, wir sind wie Frankfurt am Main, wir sind wie Hannover, das ist der Wahnsinn, wenn man sich mal die Statistik anguckt, bis das auf ein normales Maß ist. Und wenn wir hier ein durchschnittliches Maß erreicht haben, dann bin ich auch gerne bereit, darauf zu verzichten. Die Landespolizei kann die Bundespolizei unterstützen, das tut sie auch. Als Bürgermeister kann man sich dann insofern mit einbringen, wenn man das Ordnungsamt aufschaut. Im Moment ist es mehr mit Kirche und so weiter beschäftigt. Das sollte nie die einzige Aufgabe sein, sondern als Ortspolizeibehörde. Was man ja auch ist, kann man auch einen gemeindlichen Vollzugsdienst haben, der ganz streng seine Aufgaben auch wahrnimmt, was den Bereich angeht, der Gefahrenabwehr. Und da kann man die Landespolizei entlasten und die kann sich dann wiederum stärker um Drogenkriminalität und sonstiges kümmern. Also das sollte man auch tun, eine Ortspolizeibehörde gründen und die auch vernünftig ausbilden. Dann kriegen wir auch die Leute dahin, wo wir sie brauchen und können wir Präsenz haben, auch wenn das Satz stattfindet, hier und da. Da wo wir es dann brauchen oder wo gerade Brennpunkte sind. Vielen Dank. Herr Ohrsuch, brauchen Sie die Schlagworte nochmal oder wollen Sie direkt losgehen? Sicherheit, Wirtschaftsrat, Pensionopolis. So nehme ich. Ja.
Pensionopolis habe ich mehrmals gesagt, wir brauchen gute Jobs, gute Verkehrsanbindungen. Ich denke, Görlitz ist attraktiv. Wir haben viel zu bieten, hier an der Grenze zu wohnen. Wir haben viel Kulturelles zu bieten. Wir werden unser soziokulturelles Zentrum öffnen. Auch das ist was für die Jugend. Wir machen viel für die Jugend. Das hört sich immer ein bisschen so an, es ist zu wenig da. Also wir haben sehr viel jetzt gemacht und sehr viel angeschoben. Ortschaftsräte, ja, die können sich noch mehr einbringen. Wir haben in unserer Fraktion seit 10 Jahren und Andreas Zimmermann, das ist Ortschaftsratsvorsteher, und der zeigt uns immer wieder, wo wir nicht genug kommunizieren, oder vielleicht auch insgesamt die Verwaltung nicht genug kommuniziert, aber es wird uns immer wieder signalisiert und wir können das bestimmt auch verbessern. Aber ich möchte an dieser Stelle auch sagen, die Ortschaftsräte haben immer wieder auch was erreicht. Und hier habe ich ein ganz konkretes Beispiel, Straßenausbaubeiträge. Die haben sich massiv in Grunewitz und Ludwigsdorf dafür eingesetzt, dass die abgeschafft werden. Wir haben sie abgeschafft. Also es geht schon was. Und Thema Sicherheit, ja, ich will in dem Bereich noch mehr machen. Heute Abend ging es immer wieder hin und her mit der Videoüberwachung. Aber auch unsere Ordnungsamt ist wichtig, dass wir sie ausbauen. Wobei diese Grenzkriminalität, natürlich ist die Bundespolizei zuständig, die machen auch Stichkontrollen, das ist eine wichtige Sache, ist eine gute Kooperation mit der polnischen Seite und das kriegen wir auch im Griff. Vielen Dank, Frau Lübeck. Ich habe ja schon gesagt, Kreativwirtschaft ist für mich ein großes Thema. Da zählt eben auch dazu, dass man die Ressourcen da haben nutzen, wobei es in vielen Bereichen wichtig ist, die Inselwürfe ein bisschen frei zu schaffen. Aber da stimme ich Ihnen zu, da bin ich jetzt auch wieder Freund von Parkplätzen, weil eben wir das Konzept eher unterstützen, öffentlichen Nahverkehr, statt mehr Autos in die Innenstadt, also weniger Parkplätze, weniger Blech, sondern eben mehr Mobilität. Und da gehört eben auch die Belebung der Innenhöfe dazu, dass Kinder da studieren können, dass man sich da aufhalten kann. Das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Jetzt die aktive Vermarktung von Pensionopolis habe ich jetzt nie so ganz empfunden. Es gab da mal eine Kampagne, aber ich denke, das ist eher vielleicht ein Bild, was jetzt entstanden ist, was ja nicht schlecht ist. Also, ne? Und ich würde auch nicht sagen, wir haben eine schlechte Bevölkerungspyramide, sondern wir haben eine Bevölkerungspyramide, mit der wir umgehen müssen und die wir vielleicht eben auch positiv für unsere Stadt nutzen können und das schon. Und ich sagte ja dann, das Projekt stand auf Probe, da proben jetzt Menschen, die das leben und arbeiten und die Ergebnisse werden wir dann, denke ich, in 2 Jahren auswerten können, wenn das Projekt dann zu Ende ist. Und damit können wir dann auch arbeiten, um zu gucken, was gefällt den Menschen, die hierher kommen und mal 4 Wochen hier leben und arbeiten, was gefällt ihnen nicht so. Finden die das gut, dass es hier keine Videoüberwachung gibt oder wünschen die sich das vielleicht, das werden wir dann vielleicht auch rausfinden. Wie ich schon sagte, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen in der Stadt und zu gucken, ist man alleine oder ist man unter, wenn man unter Leuten ist, ist das immer ein anderes Gefühl und eben Ansprechpartner vor Ort zu haben. Wir haben es schon gehört, jetzt im Ordnungsamt, aber ich denke einfach, Leute da zu haben, die ansprechbar sind, wenn man jetzt vielleicht das Gefühl hat, ich fühle mich nicht so sicher oder da ist irgendwie eine Situation, in der ich mich an jemanden wenden möchte oder es ist vielleicht nicht gerade die Polizei, sondern eben jemand, der in der Form kenntlich ist, der ansprechbar ist und nicht, wo ich jetzt weiß, ich werde Video überwacht, aber trotzdem weiß ich vielleicht jemand die Handtasche weg. Also bringt da den Weg für nichts. Vielen Dank. Frau Schubert, Sie wissen die Schlagworte auch noch. Ich habe einen konkreten Vorschlag, was wir als Stadtverwaltung machen können. Über die Zuständigkeit im Bereich Grenzsicherung ist gesprochen worden. Wir haben aber als Stadtverwaltung unter anderem das Problem, dass wir Diebstähle auf den externen Lagerplätzen des Betriebshofes haben. Also Metalldiebstahl ist einfach ein Thema. Und da wäre einfach die Überlegung, dass man, um das zu minimieren, einen zentralen Lagerplatz schafft, wo man Materialien lagert, die man ordentlich überwacht, die man ordentlich sichern kann, um eben auch den Schaden, der in der Stadt dadurch entsteht, abzuwenden. Und der Betriebshof ist der, der dafür sorgt, dass es in der Stadt ordentlich und sauber ist, sozusagen. Und deswegen ist das ein ganz konkreter Vorschlag, hier zu gucken, was können wir als Stadtverwaltung da tun, um die Diebstahlschäden in dem Bereich tatsächlich zu senken. Der zweite Punkt, den man machen kann, ist natürlich, dass diese Sicherheitsbesprechungen, die jetzt auch schon stattfinden, mit den Sicherheitskräften, die wir eben zur Verfügung haben, dass man die sehr auch von den Ergebnissen her einfach kommuniziert, dass die Menschen wissen, wann das stattfindet, wer anzusprechen ist und einfach auch kommen können, wenn sie selber einen Vorschlag oder auch ein Vorkommnis zu melden haben. Das Thema Ortschaften, das ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt.
Wir haben die Rückmeldung aus den Ortschaften, dass die Menschen da sich manchmal auch abgehängt fühlen, dass sie sagen, wir können uns kaum noch irgendwo hinsetzen, um einen Kaffee zu trinken oder zu uns kommt niemand raus. Also das Thema für einen Oberbürgermeister, eine Oberbürgermeisterin ist, die Präsenz zu zeigen in den Ortschaften, mit den Menschen zu reden, was kann man machen, damit man eben auch eine Lebensqualität dort in den Ortschaften hat. Und ganz wichtig ist, dass man die Menschen, die in den Ortschaften was machen, sei es die Freiwillige Feuerwehr, seien es die Sportvereine, seien es Menschen, die aktive Seniorenarbeit machen, aktive Jugendarbeit machen, dass man die stärkt, dass man rausfährt und fragt, was braucht ihr, wie können wir euch unterstützen. Das ist eine ganz wichtige Sache, wo ich denke, dass wir noch Luft nach oben haben. Und es ist angesprochen worden, die Dienstleistungskultur in der Verwaltung. Es gibt viele gute Leute in der Verwaltung, die auch fleißig sind. Was man natürlich machen muss, ist, dass es ein System gibt, auch eine Rückmeldung von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, das funktioniert jetzt eben nicht. Auch das ist Aufgabe einer Oberbürgermeisterin, dort zu sagen, wenn es klemmt im Betriebe, zu gucken, wie kann ich es lösen. Das muss man sich annehmen und ansprechbar sein und dann auch überzeugen, eine Rückmeldung geben und gucken, dass man das Problem gemeinsam löst. Und zum Thema Pansonopolis ist schon einiges gesagt worden. Wir müssen die Freiräume, die wir haben, als Potenziale kommunizieren. Wir müssen aber auch andererseits gucken, wie wir die Räume zur Verfügung stellen für Initiativen, ohne dass es mit vielen Genehmigungskosten verbunden ist oder wiederkehrenden Genehmigungskosten oder diesem Thema einmalige Sondernutzung. Also da gibt es Dinge, die wir konkret in der Stadtverwaltung verändern können und das sehe ich auch als eine Aufgabe als Oberbürgermeister. Herzlichen Dank. Ganz kurz zum Ende um Nachsicht bitten, das ist erstens bei Antwort, dass ich Ihre Frage nicht gestellt habe. Kontaktieren Sie mich mit dem Aktionskreis Görlitz, dann verspreche ich Ihnen, dass ich auf Ihre Frage von jedem noch eine Antwort eintreibe hinterher. Ich möchte mich zweitens bedanken beim Gerhard Hauptmann Theater, dass wir hier zu Gast sein durften, beim Aktionskreis für Görlitz natürlich als Veranstalter, insbesondere bei Rainer Müller. Ganz besonders bei Ihnen, dafür, dass Sie so aufmerksam und proaktiv, heißt es glaube ich, heute dabei waren. Und ich möchte mich ganz besonders bedanken bei Franziska Schubert, bei Jana Lübeck, bei Sebastian Wippel und auch bei Fabian Ursul, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden sind. Am 26. Mai ist die Wahl, da gehen Sie hoffentlich hin. Bleiben Sie Ihrer Stadt gewogen und überlegen Sie auch, ob es vielleicht mit dem Tschechischkurs an der Volkshochschule, dass der vielleicht einmal zusammenkommt. Genau, vielleicht. Ganz schön.